war die Zunge. Habe ich neun Proben geschrieben. Auf den neuen Lauf. Das ist in Ordnung. Dann kannst du schon mal mit zufrieden. Weltklasse-Sport auf dem Platz des Golfclubs Hofgut Brafost in Hünfeld. Rund 150 Profis spielen an diesem Wochenende um den Sieg beim Turnier der Pro-Golf-Tour und um ein Gesamtpreisgeld von 30.000 Euro. Die Pro-Golf-Tour ist so etwas wie die dritte Liga der Golfprofis, die um den Aufstieg auf die PGA Challenge Tour kämpfen. Bevor es am Freitag richtig losgeht, gibt es am Donnerstag das Pro-Am-Turnier, bei dem immer ein Profi mit drei Amateuren auf die Runde geht. Hier sind gute Tipps für die Hobbygolfer garantiert. Am Freitag schlagen dann nur noch die Profis ab, sie spielen bis Sonntag 3 Runden. Die Pro-Golf-Tour gastiert zum 8. Mal auf der Brafost. Das Zeitarbeitsunternehmen Job AG unterstützt das Turnier von der ersten Auflage an. Big Bert Biedenbach. Ja, erstens mal bin ich selbst gerne Golfer und bin auch insgesamt hier mit der Golfanlage Brafost verbunden. Ich war viele Jahre auch Geschäftsführer und Präsident eben des Golfclubs. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das ein Sport ist, den wir auch hier in der Region zunehmend publik machen wollen. Fußball ist ja, wie wir alle wissen, letztendlich omnipräsent. Insofern denke ich, hat gerade so eine Veranstaltung wie das Golfprogramm oder überhaupt diese Turnierserie hier einen hohen Stellenwert für unseren Sport und für die Region. Und eins dürfen wir nicht vergessen, wir haben 160 Spieler international. Also Europa präsentiert sich hier auf der Golfanlage Brafost. Max Kramer aus Eichenzell will in diesem Jahr zum dritten Mal auf die Challenge-Tour aufsteigen und liegt glänzend im Rennen. Derzeit ist der 30-Jährige die Nummer 2 der Jahreswertung. Ja, also dieses Jahr ist mir schon wichtiger als das Jahr oder die letzten Jahre davor. Weil für mich geht es um die Karte zu machen für nächstes Jahr für die Challenge-Tour. Und das war die letzten Jahre nicht so. Da kam ich hierher und habe Challenge-Tour gespielt und war einfach nur, habe es aus Spaß teilweise mitgespielt, weil ich mal wieder meine viele Freunde treffen wollte und weil es natürlich auch gelegen war, hier zu Hause zu sein. Zum zweiten Mal dabei ist Benedikt Isert. Der Nachwuchsspieler des GC Brafost hat eine Wildcard bekommen. Der 18-Jährige freut sich auf seinen ersten Einsatz. Ja, auf jeden Fall ein super Gefühl. Tolle Erfahrung, denke ich, wird's. Und ich freue mich extrem drauf. Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt? Auf jeden Fall einen Cut schaffen. Letztes Jahr war ich ja relativ weit davon entfernt, aber dieses Jahr auf jeden Fall Cut schaffen. Wenn es klappt, wäre es natürlich toll. Und dann am Sonntag dabei zu sein, wäre Wahnsinn. Elmar Schmelz aus dem Brafost-Vorstandsteam weiß, dass sich ein Besuch des Turniers auf jeden Fall lohnt. Wenn man Golfer mal sehen will, wie man Golf spielen kann, dann hierher gehen. Für alle Amateure ist das eigentlich mal sehr, sehr interessant, was man mit einem Golfball alles bewegen kann. Langsam geht's los. Die letzten Vorbereitungen laufen und jetzt folgt die Eröffnung. Ich denke, wie man das hier sehen kann, wenn man die Anlage betritt, ein wirklich tolles, professionelles Ambiente. Wirklich guten Golfsport ist ja Deutschland mittlerweile rar geworden. Man muss wirklich tatsächlich schon ins Ausland gehen, um schönen Golfsport, auch Turniersport zu sehen. Nach der Begrüßung durch Elmar Schmelz und letzten Hinweisen von Wigbert Biedenbach packen die Pro-Am-Golfer ihre Sachen und begeben sich auf ihre Startposition. Das 8. Turnier der Pro-Golf-Tour auf der Anlage des Golfclubs Brafost läuft. Alle Golfinteressierten sind am Wochenende eingeladen, vorbeizuschauen. Der Eintritt ist frei.